freut es sehr, heute Abend zum Gespräch die Frau Irene Knoke vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene aus Bonn bei uns zu haben. Frau Knoke, herzlich willkommen. Frau Knoke ist Politikwissenschaftlerin und betreibt unter anderem mit Kollegen einen sehr aktiven Blog und Publikationen zum EU- und Afrika-Beziehungen. Herzlich willkommen und dann auch ein herzliches Willkommen an Eva-Maria Schreiber, Mitglied des Bundestags der Linken aus dem Wahlkreis München und Mitglied auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich denke, da werden wir heute einige interessante Aspekte, vielleicht auch nochmal andere Aspekte oder andere Sichtweisen im Vergleich zu Montag hören. Da hatten wir den Vortrag mit Christine Hacknisch vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, das uns schon mal einen sehr guten Überblick und Rundumschlag im Endeffekt über viele Bereiche gegeben hat. Und ich möchte einfach direkt starten. Genau, es kommen noch so ein, zwei Leute dazu. Vielleicht noch einen kurzen formalen Vorschlag. Ich würde so machen, dass wir, natürlich ist es ja soll eine offene Diskussion sein, vielleicht an den Punkten, wenn wir so ein Themenbereich beendet oder besprochen haben, dann eben das Wort oder die Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergeben darf. Natürlich aber, wenn Sie zwischendrin sagen, Moment, genau dazu und da möchte ich jetzt noch was dazu sagen und da habe ich eine Frage dazu. Schreiben Sie einfach am besten in den Chat Wortmeldung, so wie am Montag auch, und dann können wir Sie dazu hören. Und am Ende natürlich, wenn wir jetzt Themenbereiche gar nicht, die Sie interessieren oder Ihre Ansätze gar nicht besprechen oder berühren sollten, dann können Sie, machen wir am Ende auf jeden Fall noch Zeit, damit das alles zur Sprache kommen kann, was Sie loswerden wollen. 1,5 Stunden haben wir ungefähr Zeit. Das ist jetzt nicht viel für so ein komplexes Thema, deshalb wollen wir beginnen. Und ich darf beginnen mit einer Einstiegsfrage, offenen Frage an die Referentinnen. Was verstehen Sie? Ich komme ein bisschen aus dem Hintergrund, da ich schon gesprochen oder angesprochen habe, dass und Entwicklungszusammenarbeit ja so vielschichtig und fragmentiert in verschiedenen Themenbereichen ist. Was verstehen Sie persönlich unter Zusammenarbeit? Was bedeutet es, warum ist es wichtig, dass wir darüber reden? Vielleicht Frau Knoke zuerst und dann Frau Schreiber. Vielen Dank. Entwicklungszusammenarbeit, ich denke, das gebietet sich aus der Situation, die wir gegenwärtig haben, von einer fundamentalen globalen Ungerechtigkeit, Ungleichheit auch, in der wir einfach auch Sorge tragen müssen, dass sozusagen nachhaltige Entwicklungschancen allen zur Verfügung stehen. Und wir kennen das ja auch aus den Debatten aus Deutschland, wenn wir über Bildungsungerechtigkeit oder so sprechen, dann ist es eben oft so, dass diejenigen, die nicht die gleichen Chancen haben, eine besondere Förderung brauchen. Ich glaube, Entwicklungszusammenarbeit hat sich im Laufe der Zeit immens gewandelt, auch immens ausgeweitet. Das hieß ja auch früher eigentlich, Entwicklungshilfe war schon sehr starkes Geber-Nehmer-Instrument. Ist es in Teilen sicherlich auch immer noch, aber die Tatsache, dass man eben irgendwann gesagt hat, wir reden von Entwicklungszusammenarbeit, sollte eben genau diese Geber-Nehmer-Mentalität so ein bisschen rausnehmen. Heute reden wir oft oder gerne von Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ist natürlich der richtige und gute Ansatz. Aber ich denke, auf Augenhöhe kann eigentlich nur bedeuten, dass wir Interessen gleichberechtigt berücksichtigen. Weil wir dürfen nie vergessen, dass zum Beispiel eine Handelsbeziehung zum gegenwärtigen Stand nicht auf Augenhöhe sein kann. Und sowas muss eben auch immer berücksichtigt werden. Und ich glaube auch da, also Entwicklungszusammenarbeit ist schon seit vielen, es gab eine ganze Reihe von sogenannten Entwicklungsabkommen, die immer auch Handelspolitik mit beinhaltet haben. Die ganzen Lomé-Abkommen, danach das Cotonou-Abkommen und jetzt eben ganz aktuell ist das Cotonou-Abkommen 2020 ausgelaufen. Und jetzt kommt das sogenannte Post-Cotonou-Abkommen, da spielt diese Handelskomponente eine ganz immense Rolle. Und ich glaube, was aus entwicklungspolitischer Sicht dann einfach wichtig ist, ist die Frage der Kohärenz. Auch das wird eigentlich seit dem Jahr 2005 ziemlich intensiv diskutiert. Und es gab mal irgendwie so die Vorstellung,
dass alle Politikbereiche der EU, wir reden ja eigentlich gar nicht mehr im nationalen Kontext, sondern muss eigentlich immer die EU als Player ins Spiel bringen und dass alle Politikbereiche der EU, sprich Handelspolitik, dazu gehört auch die Agrarpolitik der EU, weil natürlich mit den Agrarprodukten gehandelt wird, dass die eigentlich immer kohärent auch die Entwicklungsinteressen berücksichtigen müssen. Und das ist so ein Aspekt, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, der eigentlich überhaupt nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Also die Dominanz des Handelskommissars, sage ich mal, ist sehr viel stärker als die Entwicklungskommissarin auf Ebene der EU. Da ist eben oft genau das gleiche Machtgefälle sozusagen da, wie wir es auch zwischen den einzelnen Weltregionen haben. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt schon einige Sachen angesprochen, die wir, denke ich, dann vertiefen werden. Erstens mal diese Entwicklung für alle, dass die Nachhaltigkeitsziele der UN sind ja eben nicht Entwicklungsziele für Entwicklungsländer, sondern eben für alle, auch Middle-Income, Low-Income-Countries, also das sind, und auch natürlich für die Industriestaaten, da steckt das alles drin. Dann haben Sie gesagt schon, dass die Entwicklungspolitik sich oder die Entwicklungszusammenarbeit sich gewandelt hat. Die manche sagen ja, es ist mehr eine innenpolitische, wird mehr in die Innenpolitik Deutschlands gerechnet oder gerade mit dem Fokus vielleicht auf Migration in letzter Zeit. Und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Vielen Dank dafür. Und dann auch natürlich das Thema Multilateralismus, also EU versus bilateralen Abkommen. Ist es vielleicht so, dass sich da unter Umständen auch Dinge konträr laufen? Ich denke, das werden alles Aspekte sein, über die wir sprechen können. Vielen Dank schon mal dafür. Frau Schreiber, vielleicht auch an Sie die Frage, was verstehen Sie unter Entwicklungszusammenarbeit? Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen? Ja, Frau Knucker hat es ja schon gesagt, es hat einen Paradigmenwechsel gegeben von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungszusammenarbeit. Aber das ist halt Work in Progress. Da wird immer noch viel zu oft von Entwicklungshilfe gesprochen, auch im Ausschuss von manchen Parteien. Und die wirkliche Zusammenarbeit, die bedeutet ja, dass wir paternalistisches Denken hinter uns lassen. Es geht um Partnerschaft und nicht um Hilfe. Und da stecken wir in vielen Projekten eigentlich immer noch viel zu sehr drin, weil viel zu wenig diejenigen, um die es geht, mit einbezogen werden, mit am Tisch sitzen. Zudem müssen wir die historische und aktuelle Verantwortung der Industrieländer thematisieren. Die Verantwortung für Elend, Ausbeutung, Klimawandel im globalen Süden, das muss thematisiert und bekämpft werden, auch von uns selbst. Denn gleichzeitig haben wir trotz des Paradigmenwechsels eine ziemlich große Kritik an der Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit, die ist auch gerechtfertigt. Es stehen viel zu oft eigene Interessen im Vordergrund, wirtschaftliche, geopolitische. Und zudem seit Niebel ist ein weiterer Paradigmenwechsel dazugekommen. Die Privatisierung der Entwicklungszusammenarbeit, die wird an privatwirtschaftlichen Interessen ausgerichtet. Und das Credo von Weltbank, IWF, UN überall heißt, wir können es nicht ohne die Privaten schaffen. Und das, denke ich, ist ein Irrtum, auch wenn es sehr viele Leute sagen. Entwicklungspolitik ist ja mehr als Brunnengraben. Es geht ja nicht nur darum, technische Projekte umzusetzen. Was wir brauchen, ist eine neue internationale Finanzarchitektur, eine globale Klimapolitik, eine neue Weltwirtschaft, eine neue Agrarpolitik, eine neue Handelspolitik. Und das gehört alles mit da rein. Und von daher zielt der Abgesang an die Entwicklungspolitik, der von konservativen Kreisen immer wieder zu hören ist, ins Leere. Das heißt dann immer, Entwicklungspolitik hat die Armut auf der Welt nicht besiegt und ist daher gescheitert. Vielleicht scheitert sie, das kann ich als Ethnologin sagen. Ethnologie hat herausgefunden, dass Projekte nur dann funktionieren, wenn die Bevölkerung vor Ort adäquat einbezogen ist. Und wenn sie es nicht ist, dann scheitern die Projekte. Und wenn das nicht berücksichtigt wird, ja okay, aber dann müssen wir nicht einen Abgesang auf die Entwicklungspolitik singen, sondern wir müssen
die Politik als Ganzes ändern, weil entwicklungspolitische Projekte sind strukturelle Probleme. Das ist ein Problem von Ungleichheit. Also Entwicklungspolitik ist Strukturpolitik. Und dahin müssen wir unsere Politik ausrichten. Und das möchte ich jetzt einfach mal, das denke ich, reicht jetzt erstmal für den Anfang. Gut, Obwohl, eins müssen wir auch noch machen. Es ja. sind 6 oder 7 Ministerien damit beschäftigt, irgendwelche Afrikapolitik zu machen. Jeder in seinem Ganzen. Wir hatten im Ausschuss tatsächlich alle Ministerien da sitzen, bis auf lustigerweise das Verteidigungsministerium, das hat gefehlt. Und jeder hat erzählt, was er Tolles für Afrika macht und auf die arbeitet ihr zusammen, kooperiert ihr? Da gab es, ja, es gibt ein Staatsminister, Treffen regelmäßig alle Vierteljahr. Aber Das klingt wirkliche erschreckend. Kooperation ist das nicht und da müsste natürlich auch gewaltig Ja. geändert werden. Vielen Dank, Frau Schreiber, Das für ist das. aber, darf ich ganz kurz, das ist auch das, was, glaube ich, unter das Stichwort Kohärenz fällt. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man in jedem einzelnen, ich sag mal, Politikfeld eine Partnerschaft aufbaut, sondern dass die auch miteinander koordiniert sein muss, dass ich eben nicht irgendwie mit meinem vielleicht ganz tolles Projekt, das ich im Handelsministerium oder im Wirtschaftsministerium mit irgendwelchen privaten Akteuren mache, dass ich damit im Grunde eine Afrikapolitik konterkariere, die entweder das BMZ macht oder eben das entsprechende Land selbst. Also das ist genau das, was mit Kohärenz gemeint war, dass man sozusagen alle Maßnahmen, die in einem Land oder wie auch immer stattfinden, dass das einfach irgendwie besser abgestimmt wird im Entwicklungsinteresse. Also, Das stimmt absolut, ja. genau, lassen Sie uns direkt über diesen Punkt der Gefahr der, ich habe mal gelesen, Verzettelung der Entwicklungszusammenarbeit reden. Also einerseits habe ich Sie so verstanden, Entwicklungszusammenarbeit, die Frage ist immer, oder so ein bisschen provokant formuliert, soll natürlich das ganz große Rad drehen. Also sollen sehr, sehr viele Einzelbereiche praktisch koordiniert werden, Handels- und Investitionspolitik, Umweltpolitik, Friedens- und Migrationszusammenarbeit. Aber ist das denn überhaupt zu schaffen von einem und zu koordinieren? Also hat denn da das zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft, Entwicklung und Zusammenarbeit überhaupt eine Koordinierungsfunktion? Oder ist es da so fragmentiert, dass es eben sich die Gefahr läuft zu verzetteln? Es gibt ja zum Beispiel Stimmen, die sagen, oder wenn man entsprechend Artikel liest, Entwicklungszusammenarbeit soll sich konzentrieren auf das SDG, also Sustainable Development Goal 1 und 2, und zwar Armut und Hunger zu reduzieren und zu bekämpfen. Und alles andere führt zur Verwirrung und führt zu ineffizienten Maßnahmen. Also wie kann es gelingen oder was können Ansätze sein, einerseits auf nationaler Ebene in Deutschland, andererseits auch in der EU? Oder weltweit, es gibt ja Organisationen wie die OECD, die zusammenarbeiten sollten, diese Anstrengungen zu koordinieren. Was können da Maßnahmen sein oder was kann tatsächlich getan werden? Also ich glaube, es wäre zu viel verlangt von dem BMZ oder von mir aus auch auf EU-Ebene, von der entsprechenden Kommissarin, alle Aktivitäten immer ständig im Auge zu behalten. Ich glaube, es geht für alle Politikbereiche darum, die Brille aufzubehalten. Und also die gravierendsten sind für mich die Handels- und Investitionspolitik. Ich rede jetzt wieder auf EU-Ebene, weil Deutschland da gar nicht so viel, weiß nicht. Widersprechen Sie mir, Frau Schreiber, aber meine Wahrnehmung ist, dass Deutschland da gar nicht so wahnsinnig viel machen kann, weil man sich eben doch immer in diesem EU-Umfeld bewegt. Ist die Handels- und Investitionspolitik und ist die EU-Agrarpolitik. Und ich habe eben nicht das Gefühl, dass jetzt aktuell, wenn die neue gemeinsame Agrarpolitik beschlossen wurde, dass da gibt es ja schon genug Konfliktbereiche ohnehin zwischen Ostländern, Westländern, zwischen konventionellen Bauern, Biobauern, was auch immer. Also die Konfliktfelder sind eh schon immens und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass dann noch irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigt wurde, dass man eben mit der eigenen Subventionspolitik möglicherweise Exportmärkte überschwemmt und was das für Auswirkungen auf Afrika haben kann. Bei der Handelspolitik, glaube ich, hat man schon eine
Brille auf, aber die ist eben, das ist keine dezidierte Entwicklungsbrille, sondern es ist eben eine Brille, die sehr stark, Frau Schreiber hat es gesagt, die Interessen eher der hiesigen Wirtschaft im Blick hat. Natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein ganz großer Glaube herrscht, mit dem Freihandel können wir alle Probleme lösen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Leute denken, wir wollen Siemens fördern, sondern es ist wirklich so, dass ein fundamentaler Glaube da ist, dass der Freihandel alle Probleme löst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ins BMZ gehe oder auch auf Entwicklung selbst auf der politischen Ebene, dann merkt man schon, dass ein anderes Denken da durchaus vorhanden ist. Und dieses Denken setzt sich einfach nicht durch. Und die Brille, die fehlt mir, glaube ich, oft. Ich glaube, es wäre eine Riesenherausforderung, wirklich alle Aktivitäten immer zu koordinieren. Ne? Umweltministerium ist auch, glaube ich, einfach, da gelingt es, glaube ich, noch relativ gut, dass man irgendwie so sagen kann, okay, jede Vermeidungspolitik in Deutschland oder der EU ist per se schon mal hilfreich, aber dass eben auch Maßnahmen zur Klimaanpassung durchaus sich ins Entwicklungsinteresse einfügen können. Also ich glaube, da funktioniert es relativ gut. Meine großen Bedenken habe ich eigentlich bei der Handels- und Investitionspolitik und bei der EU-Agrarpolitik. Ja, vielleicht würde ich zustimmen. Weil mit, auf den Punkt, das sind ähnliche Linien. Genau. Vielleicht auf den Punkt, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz für die Teilnehmer, wo sehen Sie denn jetzt konkret die Probleme in der, also Sie haben ja schon gesagt, wenn man praktisch mit, wenn die EU mit ihren Agrarsubventionen praktisch die Exportmärkte überschwemmt, können Sie das nochmal für die Handelspolitik, es gibt ja die bestehenden Handelsabkommen, die EPAs, vielleicht können Sie nochmal sagen, wo Sie die Disbalancen oder die sagen wir dysfunktionalen Mechanismen da sehen, einfach konkret nochmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also das ist natürlich auch wahnsinnig fragmentiert. Also allein in Afrika gibt es, keine Ahnung, wahrscheinlich 4 bis 5 verschiedene Handelsregime, die gültig werden, je nachdem, ob es ein Land mit, also ob es ein least developed, also ein am wenigsten entwickeltes Land ist, ob es ein low-income, middle-income Country ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann habe ich die Region Afrika ja auch unterteilt aus EU-Sicht in einmal Nordafrika, das ist das, was als Nachbarschaftsstaaten sozusagen angrenzend an die EU abgehandelt wurde, und eben Subsahara-Afrika, was dann unter dem AKP, also dem Abkommen für afrikanische, karibische und pazifische Staaten, im Grunde die ehemaligen Kolonialstaaten sind das. Das heißt, auch da habe ich eine fragmentierte Politik schon. Aber jetzt mal ganz konkret auf die Handelspolitik gesprochen, was halt seit dem Cotonou-Abkommen 2000 eigentlich vehement versucht wurde, ist, man will konform mit der Welthandelsorganisation, mit den Regularien der Welthandelsorganisation sein. Und das vorgeschoben sozusagen wird immer stärker Druck ausgeübt, dass es nicht mehr nur einseitige Zollpräferenzen gibt, wie es lange Zeit eigentlich der Fall war, für die ärmsten Länder auch immer noch ist, muss man so sagen, aber für viele Länder eben nicht mehr, sondern dass die Märkte in Afrika auch zunehmend geöffnet werden für Produkte aus der EU. Und das ist natürlich für Länder, die gerade erst dabei sind, eigentlich eine Industrie aufzubauen, kann das immens schädlich sein, weil natürlich, also bei subventionierten Agrarprodukten ist es dann ganz extrem, also auch die Zölle sollen gesenkt werden für Agrarprodukte, und man hat das in ersten vorsichtigen Analysen auch schon festgestellt für die Länder, die ein sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen abgeschlossen haben, dass es teilweise eben tatsächlich dazu gekommen ist, dass Agrarprodukte verstärkt importiert wurden, dass Industriegüter verstärkt importiert wurden. Und das torpediert natürlich jede aktive Industriepolitik, die ein afrikanisches Land vornehmen will. Also ist und regionale Wertschöpfung. Ja. Genau, zur Schaffung von Wertschöpfung vor Ort, Schaffung von Industrie, die einfach Arbeitsplätze auch schafft. Wir beschweren uns, wenn irgendwie die vielen jungen Menschen aus Afrika nach Deutschland kommen, weil sie keine Perspektive haben, aber nehmen im Grunde die Jobs oder die Perspektiven vor Ort, indem wir den Aufbau der Industrie verhindern. Vielen Dank, Frau Schreiber. Vielleicht gleich an Sie gerichtet die Nachfrage dazu von einer Teilnehmerin. Was Frau Knoke skizziert hat, dass im Endeffekt die EU-Handelspolitik die Prioritäten Afrikas nicht wirklich integriert, ist eine
um jetzt die Frage kurz aus, ich hoffe, es wird mir gestattet, die Frage diesbezüglich auszuschmücken, dass diese Sicht sich nicht durchsetzt. Das ist ja praktisch nicht erst seit gestern bekannt, dass das so läuft und dass das problematisch ist. An wem scheitert das oder wo scheitert das? An wem? Das sind ganz viele Punkte. Frau Knucker hat ja gerade ganz viele Punkte, was EU angeht, angesprochen. Dann habe ich ja eben kurz erwähnt, dass mehrere Ministerien in Deutschland einen Afrika-Plan sozusagen haben. Da gibt es Marshallplan mit Afrika, Kompakt mit Afrika, Entwicklungsinvestitionsfonds vom BMZ. Das Umweltministerium hat seine Pläne, das Wirtschaftsministerium, das Agrarministerium, das Verteidigungsministerium natürlich und so weiter. Und was mir schon aufgefallen ist, gerade was Wirtschaftsministerium und überhaupt die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht, Entwicklungsinvestitionsfonds, das sind diese Initiativen, die darauf abzielen, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit vor allem an dem Ziel auszurichten, die Privatwirtschaft in den Partnerländern anzukurbeln und unsere deutschen oder europäische Investoren nach Afrika zu bringen. Da gibt es ja mehrere Säulen. Die eine ist KMU in Afrika unterstützen. Die ist allerdings auch. Sagen Sie kurz, was KMU ist? Klein- und mittlere Unternehmen. Da ist aber durch die Fondsstruktur, die diese Säule hat, mittlerweile auch für europäische Investoren offen. Dann gibt es eine zweite Säule, die rein darauf zielt, dass deutsche Unternehmen in Afrika investieren, um eben dort Arbeitsplätze zu schaffen, die Länder mit Steuermitteln auszustatten, damit sie dann Gesundheit und Bildung investieren können und so weiter. Das Problem ist, dass über das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium dann Sonderwirtschaftszonen eingerichtet werden, Doppelbesteuerungsabkommen da sind, wo das konterkariert wird. Ich will nur das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Das BMZ hat in Äthiopien Projekte, wo junge Menschen einen Beruf erlernen. Vocational Training heißt das. Wir sind nach Äthiopien gefahren, dann kriegt man vorher immer so ein schönes Papier mit, so ein schönes Heft, wo alles drinsteht, was das BMZ alles macht. Und da waren dann 4 Seiten vom Wirtschaftsministerium auch dabei. Und das, was da drin stand, konterkariert das Ganze, weil da eine Analyse pro contra investieren gut ist, man kann industrielle Landwirtschaft betreiben. Gut ist, es gibt Sonderwirtschaftszonen, wo man 10 Jahre lang keine Steuer bezahlt, wenn man ausschließlich für den Export produziert. Gut ist, dass man die Leute nicht ausbilden muss, sondern nur anlernen braucht. Und das gut ist, dass ein Niedriglohnsektor existiert. Schlecht ist, dass man die Profite nicht so schnell exportieren kann. Und schlecht ist, dass eventuell ein wenig sozialistisches Gedankengut dort noch existiert. Mhm. Und wenn man das dann liest und gleichzeitig vorne sieht, was wir alles machen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da reißt das Wirtschaftsministerium mit seinem, das zarte Pflänzchen, was das BMZ so mühsam aufbaut, walzt es einfach platt. Und das ist in der gleichen Broschüre. Bitte? Im gleichen Papier. Im gleichen Papier, wo wir uns informieren von einer Delegationsreise, wie ist der momentane Sachstand. Und ich meine, ich habe die parlamentarische Staatssekretärin darauf angesprochen und sagte sie nur, das darf aber nicht passieren. Und ich wusste nicht, was sie meint. Wahrscheinlich die 4 Seiten in dem Heft. Ich weiß es nicht. Dass die hätten nicht drin sein dürfen. Ich ganz ehrlich, wenn man das dann liest, da sind aber genau die Punkte angeführt, die man tatsächlich ändern muss, um zu einer effektiven Entwicklungszusammenarbeit zu kommen.
Genau die Punkte, die beim Wirtschaftsministerium als positiv dargestellt worden sind, sind ja die, die das verhindern, dass es überhaupt zu einer gescheiten Entwicklung kommt. Nämlich zum Beispiel keine Steuern zahlen im Binnenland vor Ort durch die Unternehmen. Lassen Sie uns genau da bleiben. Also Äthiopien ist ja, wir haben Äthiopien angesprochen als Beispiel, ist ja eines der Reformpartnerländer, was ja jetzt im Zuge der aktuellen Situation dort vielleicht zumindest fragwürdig erscheint. Reformpartnerländer der BRD im Rahmen des Marshallplans und des Rahmens des Compact with Africa. Und der Compact with Africa ist ja, Sie haben es schon beide angesprochen, was den Paradigmenwechsel hin zur Überschrift über deutsche Entwicklungszusammenarbeit, nämlich Entwicklung durch Förderung von Privatinvestitionen im Endeffekt par excellence oder ja, das ausdrückt eigentlich. Und gibt es denn da Daten oder sage ich mal Erhebungen oder wie ist Ihr Eindruck, kann durch privatwirtschaftliche Investitionen, also da spricht man dann auch ja von dem sogenannten Blending, also das praktisch über Privatinvestitionen und gemeinsam mit öffentlichen Geldern eben ein größeres Volumen und größere Effekte erzielt werden können. Kann das funktionieren? Kann das denn positiv laufen? Oder sagen Sie, dieses Geld oder diese Investitionen kommen wirklich durch die Punkte, die Sie genannt haben, bei den Leuten vor Ort nicht an? Da gibt es keine nachhaltige Entwicklung, wenn Sonderwirtschaftszonen praktisch auch für Industrien aus Europa eingerichtet werden, wo billig produziert werden kann und keine lokale Wertschöpfung stattfindet. Also kennen Sie Beispiele oder gibt es aus Ihrer Erfahrung Beispiele, wo das funktioniert? Mal so rumgefragt. Also es gibt schon sehr kleinteilig wirklich gute Kooperationsprojekte, die ich aber nicht unbedingt jetzt, also die würden nicht unter den Compact with Africa fallen, sagen wir es so. Das sind keine großen Investitionsprojekte. Das sind so kleinere öffentlich-private Partnerschaften, die, finde ich, immer einen relativ klaren Entwicklungsfokus auch haben. Das sind dann aber schon Unternehmen, oft auch kleinere Unternehmen, welchen Bezug auch immer die dann zu Lateinamerika oder Afrika oder was auch immer haben. Vielleicht sind es auch wirklich nur Gutmenschen. Soll es ja bei Unternehmen auch geben, dass es wirklich Projekte sind, wo man dann zum Beispiel den Bioanbau von bestimmten Produkten fördert, dadurch aber auch globale Lieferketten aufbaut, Abnahmegarantien macht. Das geht dann schon fast in Richtung fairer Handel. Also da gibt es durchaus einige kleinere Kooperationsprojekte. Aber das ist eben nicht das, was oft unter diesen Compact with Africa fällt. Für mich ist, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es auch wirklich zeitgleich mit dieser Niedrigzinspolitik kam, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wir müssen jetzt investieren, ist ja gar nicht mehr so einfach, wenn man Profite generieren will, dass es so ein bisschen auch in die Schiene ging, okay, wo kann ich jetzt möglicherweise sogar auch institutionellen Anlegern, also die Gelder, die in institutionellen Fonds oder so zum Beispiel liegen, besser noch gewinnbringend investieren. Also es ist es sind große Investitionsinitiativen, die eben gerade durch diese kleinen Firmen, die vielleicht tatsächlich einen Entwicklungsfokus haben, gar nicht unbedingt abgerufen werden. Was mir vor allen Dingen Sorge macht, ist eigentlich, dass auch immer mehr öffentliche Entwicklungsgelder dafür ausgegeben werden. Also es ist ja tatsächlich so, dass Gelder abgezwackt werden aus den Entwicklungsfonds. Die Frau Schreiber kann das vielleicht fürs BMZ, da bin ich gar nicht so, aber auf EU-Ebene ist es wirklich so, dass wahnsinnig viele Gelder bereitgestellt werden für Garantien, für Investitionsförderungen. Also das ist ganz aktuell, nehmen Sie mich nicht beim Wort, aber in der groben Richtung ist es so, dass wir den neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU, den entsprechenden Entwicklungsfonds jetzt mit 80 Milliarden festgelegt haben und da sind 10 bis 15 Milliarden reserviert für solche Aktivitäten. Das heißt, diese 10 bis 15 Milliarden stehen nicht mehr zur Verfügung für Bildung, für Gesundheit, für
öffentliche Daseinsvorsorge, was auch immer, also für die klassische, sage ich mal, Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht. Man merkt, der Trend, der geht auch immer mehr dahin. Ne? Klar, man will dann wahnsinnig viele Gelder mobilisieren, aber erstens, es wurde noch überhaupt keine vernünftige Evaluierung gemacht, ob diese Gelder wirklich tatsächlich neue Gelder sind. Ganz oft wird der Vorwurf erhoben und der scheint nicht aus der Luft gegriffen, dass da oft Investitionen gefördert werden oder das heißt, gefördert werden, noch zusätzlich gepampert werden mit öffentlichen Mitteln, die ohnehin stattgefunden hätten. Also ein Unternehmen kann jetzt sozusagen, weil es sich den afrikanischen Markt erschließen will, kann jetzt noch öffentliche Gelder dafür beantragen, hätte es aber vielleicht sowieso getan. Steuerrechtliche Regeln sind überhaupt nicht, also hatte Frau Schreiber ja auch schon angesprochen. Ne? Es ist, wir bräuchten eigentlich wirklich gute Standards im Steuerrecht, dass auch wirklich gewährleistet ist, dass da Steuern abgeführt werden, wo auch Gewinne generiert werden und nicht in irgendwelche Oasen transferiert werden. Das ist alles bei oft schwachen Institutionen sehr, sehr schwierig. Dann Arbeitsrechtsstandards. Das ist nicht nur in Sonderwirtschaftszonen so. Es ist ja durchaus auch so, dass in manchen Ländern die Gesetze zwar gut sind, aber eben die Überprüfung der Gesetze nicht funktioniert. Das heißt, es werden Arbeitsrechtsstandards auch jenseits von Sonderwirtschaftszonen oft genug. Und all diese Sachen, die dann, sagen wir mal, durchaus einen entwicklungspolitischen Fokus haben könnten. Also ich bin nicht per se gegen Privatinvestitionen. Ich glaube schon, dass in manchen Bereichen Privatinvestitionen tatsächlich ihren Sinn und ihre Berechtigung haben. Aber es müssen halt die Rahmenbedingungen stimmen und die stimmen oft genug nicht. Frau Schreiber, das kann man wahrscheinlich direkt an Sie so weitergeben als Kommentar. Nur ganz kurz vielleicht dazwischen, der Entwicklungshaushalt für 2022 plant mit 10,8 Milliarden Euro, das ist plus 1,5 Milliarden Euro für Corona-spezifische Maßnahmen. Deutschland gibt tatsächlich die 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungszusammenarbeit. Ja, durch Corona hat das zufällig diesmal hingehauen, ja. Ja, genau, aber seit längerem gefordert. Und jetzt, so wie ich es verstehe, ist aber der Hund darin begraben, wofür werden diese Gelder tatsächlich veranschlagt? Für Fonds, für Investitionsfonds, die Firmen zu... Für Entwicklungsinvestitionsfonds ja. Zum Beispiel, die Privatwirtschaft fördern. Und da liegt der Fokus wieder auf eben die Privatinvestitionen. Und da habe ich 5 Thesen zu. Eigentlich, Bundesregierung postuliert ja den entwicklungspolitischen Nutzen von Privatwirtschaftskooperationen, der ist aber kaum empirisch belegt. Heißt ja so toll, Privatsektor ist der Motor jeder Entwicklung. Ohne den Privatsektor können wir die SDGs nicht erreichen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das ist das Credo bei Weltbank, bei IWF, bei der Bundesregierung, bei der EU, überall. Und das reicht aber nicht aus, um den entwicklungspolitischen Mehrwert konkreter Privatwirtschaftskooperationen zu belegen. Es existieren keine oder kaum belastbare Zahlen, das hat Frau Knucke eben auch schon gesagt. Es gibt keine Evaluierung. Es gibt sehr viele Fallstudien allerdings, die gescheiterte öffentlich-private Partnerschaften dokumentieren. Und dann kommt noch dazu die Hebelwirkung, die versprochen wird, also from billions to trillions nennt das die Weltbank. Durch die Hereinnahme des Privatsektors würden die öffentlichen Mittel in der EZ vervielfacht, also gehebelt werden. Aber die tatsächliche Hebelwirkung ist oft wesentlich geringer als erwartet. Die Bundesregierung hat 2011 mit der Deutschen Bank einen Artif-Fonds aufgesetzt. Der Hebel beträgt 1 zu 0,3. Das heißt, auf 10 Euro Steuergelder kommen 3 Euro an Privatinvestitionen dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt die wundersame Geldvermehrung. Und außerdem geht die Hebelmetapher ja fälschlicherweise davon aus, dass die Beiträge der Privatwirtschaft automatisch auch entwicklungspolitisch positiv wirken. Und das ist eben immer nicht, der ist nicht unbedingt der Fall. Frau Knoke hat kleine Beispiele, wo das tatsächlich so ist. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ein gutes Geschäft nicht unbedingt eine gute Entwicklung bedeutet.
Und da muss man eine Schnittmenge herausfinden zwischen Unternehmensinteressen und entwicklungspolitischen Zielen. Und das ist aber nicht automatisch so, dass in dem Moment, wo jemand da investiert, dass das dann positiv für die Entwicklung ist. Außerdem These 3 von mir, dass der Fokus auf die Privatwirtschaft die Entwicklungszusammenarbeit entpolitisiert, weil da geraten zentrale Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit aus dem Blick. Erstmal der Fokus auf die ärmsten und marginalisiertesten Länder und Bevölkerungsgruppen, mit denen sie nämlich keine Geschäfte zu machen. Oder Förderung von Menschenrechten, Umweltstandards, die dann plötzlich ein potenzielles Investitionshemmnis darstellen können. Und oder die Frage, wie gehe ich mit globaler struktureller Ungleichheit um und wie kann ich die bekämpfen? Das steht jetzt auch nicht unbedingt in diesem Business Framework drin. Und da sind Forderungen wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer, die hört man kaum noch im Diskurs. Müller hat es immer wieder gewollt, aber kam nie damit durch. Und stattdessen ist es besonders innovativ, wenn Bundesregierung in Ruanda mit Unternehmen wie Uber kooperiert. Und die sind jetzt für Steuervermeidung und miserable Löhne bekannt. Und außerdem wird es immer intransparenter, weil das sind konkrete Projekte, die ja auch durch KfW oder DEG finanziert werden zum Teil. Und ehrlich gesagt, wenn ich wissen will, wo genau investiert ihr da, in welche Fonds, was machen die, was ist das, dann ist KfW und DEG ein schwarzes Loch. Ein riesiges schwarzes Loch, das ist völlig intransparent, weil die wegen der Geschäftsinteressen der Kunden nicht sagen dürfen, wo sie jetzt genau investieren. Das sind aber auch Investitionen, ums Eck kriegt man ja manchmal was raus, die eben zum Teil Geierfonds und oder Fonds, die Krankenhäuser aufkaufen, um sie dann gleich wieder zu verscherbeln und so weiter. Das ist da alles mit drin. Außerdem hat die DEG über 60% ihrer Anlagen in Steueroasen. Und die letzte These, die ich dazu habe, auf der einen Seite fördert die Bundesregierung privatwirtschaftliche Initiativen, zerstört damit, aber gleichzeitig wirtschaftliche Strukturen in den Ländern des globalen Südens, weil die für sich das dann nicht aufbauen können. Und da hat die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung hat eine Studie im Auftrag des BMZ gemacht, hat Folgen des Abkommens mit Tunesien evaluiert und die Ergebnisse sind eindeutig. Die tunesische Wirtschaftsleistung droht um 0,52% zu schrumpfen. Das tunesische Budgetdefizit wird durch den Ausfall von Steuer- und Zolleinnahmen weiter steigen und einen bedrohlichen Wert erreichen. Und da muss man sich fragen, welche privatwirtschaftlichen Interessen bedient sie eigentlich, die Bundesregierung? Wie kann es dann sein, jetzt die Frage mal ein bisschen provokant gestellt, wie kann es dann sein, Sie haben Ruanda angesprochen, dass Kagame sich hinstellt in Berlin und sagt, vielen Dank für die Investitionen in mein Land und Volkswagen, die ja da eine der Leuchttürme sind als Investitionsprojekte oder als öffentlich-private Partnerschaften darauf vorgehoben werden. Und andererseits mal auch Ökonomen. Also immer wieder, wenn man liest, Ökonomen aus den Entwicklungsländern, auch aus afrikanischen Ländern sagen, stoppt Entwicklungszusammenarbeit oder stoppt Entwicklungshilfe, es soll um Business gehen. Es soll im Prinzip wie bei dem chinesischen Modell ein bisschen folgen. Wie kann das dann sein? Sind die falsch informiert oder sind die schlecht? Nee, es ist einfach so, ist schon klar. Viele afrikanische Regierungen, die haben auch ein ähnliches Mindset wie europäische Regierungen. Die sind starke Befürworter einer neoliberalen Politik. Und genauso wie wir diese Politik der Bundesregierung ablehnen, sind wir auch kritisch gegenüber diesen Ansätzen. Aber ja, es stimmt natürlich, viele afrikanische Länder wollen Privatinvestitionen. Aber
Es sollte, und die findet eben nicht statt, die Debatte. Es muss eine Debatte stattfinden, unter welchen Bedingungen man Privatinvestoren ins Land holt. Durch welche Rahmenbedingungen man sicherstellen kann, dass die Investitionen auch tatsächlich entwicklungsförderlich wirken. Und ja, diese Debatten finden nicht statt, zumindest nicht unter Einbeziehung, was ich anfangs auch sagte, unter Einbeziehung der Parlamente, der Opposition oder der Zivilgesellschaft, weder in Deutschland noch in den afrikanischen Ländern. Und wir haben ja als Linke sehr viel Kontakte zu zivilgesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Akteuren, gerade im Rahmen der Compact with Africa-Initiative. Und die beschweren sich eben massiv, dass Zivilgesellschaft und Opposition überhaupt keine Informationen über die Initiativen erhalten und sich deshalb auch gar nicht dazu äußern kommen. Also ich würde schon Abkommen, die von Eliten geschlossen werden, um das mal überspitzt zu sagen, ohne dass eine gesellschaftliche Debatte dazu stattfindet. Die gehört dazu, die Einbeziehung von allen. Die lehne ich ab, nicht nur als Linke, sondern auch als Ethnologin. Und wenn das stattfindet, dann kann natürlich auch in Privatinvestitionen, dann kann man natürlich auch investieren. Ja? Aber nicht auf die Art und Weise. Ich möchte einfach kurz zitieren aus dem DEG. Also DEG ist übrigens die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, also eine Tochter der KfW-Bank, also die zwei deutschen Finanzinstitute, die praktisch diese Fonds abwickeln. 72% der DEG-Kunden tragen durch ihre Tätigkeit aktiv zur Armutsverringerung bei und 88% der DEG-Kunden zu menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum. Da setzen Sie auf jeden Fall mal ein großes Fragezeichen dahinter, möchte ich so verstanden wissen. Frau Knoke, an Sie vielleicht die Frage, es gibt eine große Studie aus 2019 zum Compact with Africa, wo im Endeffekt aufgezeigt wird, dass die Reformpartnerländer, also die Indizes für gute Regierungsführung und für praktisch Open for Business sich verbessert haben, dass aber die Investitionen, also konkret eigentlich deutsche oder europäische Unternehmen, sich gar nicht in dem Maße haben steigern lassen. Wo liegt da der Hund vergraben? Warum ist es so? Was könnte die Unternehmen hier abhalten, wenn man eigentlich sagt, die Partner haben ihren Soll erfüllt, es gibt bessere Strukturen in den Ländern, es ist attraktiver für Business, aber es kommt gar nicht zu einem Mehr der Investitionen. Also was praktisch auf den Gipfeln, den Compact-Gipfeln geprägt wird, ist eigentlich in der Realität so nicht abgebildet. Die Studie finde ich sehr spannend, ich kenne sie leider nicht. Ich kann jetzt nur vermuten, also die Länder, die im Compact with Africa drin sind, das sind ja sowieso schon nicht die reformschwächsten Länder gewesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Investitionsbedingungen im Vorfeld schon eher, sage ich mal, zu den besseren gehörten in Afrika. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass selbst wenn sich die Bedingungen verbessert haben, dass das jetzt noch nicht irgendwie das Investitions- oder die Anreize für Unternehmen dramatisch verändert hätten. Für mich wäre das jetzt eher ein Beweis dafür, für das, was die Frau Schreiber vorhin auch gesagt hat, dass einfach überhaupt nicht ausgemacht ist, wie viel wir überhaupt hebeln können mit diesen Garantieoptionen, mit diesen Förderungen, in welcher Form auch immer, dass es einfach wirklich eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die für eine Investition erstmal maßgeblich sind. Und dazu ist natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, glaube ich, natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Aber die waren, wie gesagt, im Vorfeld wahrscheinlich auch schon nicht so schlecht. Und das ist einfach eine Reihe von anderen, zum Beispiel Ausbildung. Deswegen finde ich das sehr spannend, was das Wirtschaftsministerium da offensichtlich sagt, weil nämlich eigentlich ist gut ausgebildete Fachkräfte ein ganz, ganz wichtiges Investitionskriterium. Ein Unternehmen investiert nicht irgendwo, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass ich auch die entsprechenden Fachkräfte dafür habe. Und deswegen sind solche Faktoren wie Bildung, Ausbildung auch, naja gut, ich rede jetzt von entwicklungspolitisch sinnvollen Investitionen. Ne? Also wenn ich natürlich einfach nur irgendwo eine Firma hinstelle oder eine Fabrik hinstelle, um mich billig mit Textilien oder so, dann brauche ich jetzt keine qualifizierten Fachkräfte. Aber für eine entwicklungspolitisch sinnvolle Investition muss ich auch gucken, wie sind die Marktbedingungen vor Ort. Vorwärtsintegration, Rückwärtsintegration, also gibt es sozusagen Rohstoffe, die ich direkt weiterverarbeiten kann. Wie ist die Infrastruktur? Also
wenn ich keine vernünftige Infrastruktur habe, um meine ganzen Vorprodukte oder was auch immer ich brauche für meine Produktion überhaupt ankarren zu können, dann nützen mir die besten rechtlichen Rahmenbedingungen nichts. Und ich glaube, das ist einfach für mich, wie gesagt, ich hätte Interesse an dieser Studie, aber das ist für mich eigentlich eher ein Indiz dafür, dass es eben nicht nur daran liegt, sondern dass es eine ganze Reihe von ganz wichtiger Faktoren gibt. Und dazu zählt Bildung, Infrastruktur, Energieversorgung ist auch so einer der Punkte, die einfach für einen Investor wichtig sind. Mir nützen die besten rechtlichen Rahmenbedingungen nichts, wenn ich ständig Stromausfälle habe, wenn ich irgendwie keine vernünftigen Arbeitskräfte habe und meine Produkte nicht abtransportieren kann. Was Sie sagen, geht für mich von meinem Verständnis ein bisschen in die Richtung, dass Sie sagen, eigentlich die Fokussierung auf Länder, die eben vielleicht zu den Strukturstärkeren in Afrika gehören, das verstärkt eigentlich, oder sagen wir so, konterkariert die afrikanische Integration zwischen afrikanischen Ländern praktisch und den Handel und die Verbesserung der Beziehungen dort. Es gibt ja das afrikanische Freihandelsabkommen, also das größte Freihandelsabkommen der Welt, das geschlossen wurde. Ich lese auch, dass dort die Befürchtung ist, dass das wahrscheinlich auch hauptsächlich europäischen Firmen nutzt, in Afrika ihre Produkte oder in Afrika ihre Handelshemmnisse zu verringern. Sie haben da mal was dazu geschrieben, der Africa We Want. Ist das das, also dass praktisch der Freihandel zwischen afrikanischen Staaten gestärkt sein muss? Oder ist das eine Möglichkeit? Also ich glaube, auch das ist nicht einfach. Ne? Also ich meine, wir kennen das auch aus der EU. Es ist nicht einfach, einen gemeinsamen Markt aufzubauen. Und das ist für Afrika, glaube ich, noch viel, viel schwieriger. Ich glaube, dass da aber durchaus ein enormes Potenzial drinsteckt, um zum Beispiel regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Und da merkt man wieder, wie wichtig es wäre, diese Entwicklungsbrille aufzusetzen. Natürlich ist es jetzt das gilt aber auch schon, wenn ich eine Textilfabrik in Äthiopien aufbaue, dann profitiert natürlich das Unternehmen auch sehr stark von Zollerleichterungen, die es gibt. Es geht ja nur darum, wo es produziert wurde und nicht irgendwie sozusagen, wer dahinter steht. Aber ich glaube schon, dass ein enormes Potenzial darin besteht, dass sozusagen auch ein regionaler Handel verstärkt wird, dadurch die Märkte natürlich vergrößert werden. Es gibt auch unglaubliche Risiken natürlich, weil Afrika ist, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es 5 verschiedene Handelsregime gibt, weil Länder einfach sehr, sehr unterschiedlich auch sind. Es gibt strukturschwache Länder, es gibt Binnenländer, es gibt einfach, es gibt Länder, die haben schon eine Industrie, es gibt Länder, die haben noch keine, sind ganz stark agrarisch oder von mineralischen Ressourcen abhängig. Also die Unterschiede sind immens. Und diese Unterschiede, auch da bei jeder Marktintegration, habe ich immer Gewinner und Verlierer. Und die wird es natürlich auch innerhalb Afrika geben. Und das irgendwie gut ausgleichen zu können, ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, dass man da durchaus auch profitieren könnte von den Erfahrungen, die die EU gemacht hat, aber vor allen Dingen auch die asiatischen Länder gemacht haben. Ich glaube, da müsste man sich ein bisschen auch dahin mal orientieren. Aber ich glaube schon, dass ein Potenzial darin steckt, zu sagen, den Markt zu vergrößern und regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und da ist eigentlich auch die Handelspolitik der EU oft ein bisschen konträr, weil sie eben auch versuchen, sozusagen mit einzelnen Wirtschaftsblöcken, und das sind nicht unbedingt die Wirtschaftsblöcke, die konform sind mit den afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaften, aber eben diese Freihandelsabkommen jetzt zum Beispiel mit Südafrika, also nicht mit Südafrika dem Land, sondern der Region Südafrika abzuschließen. In dieser Region Südafrika sind aber Länder aus 4 verschiedenen Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika. Und das wirkt natürlich, also das macht es für Länder schwierig, sozusagen dann diese Abkommen einzuhalten, beziehungsweise überhaupt nur zu vereinbaren, weil man völlig unterschiedliche Zollsätze auf einmal für unterschiedliche Länder hat. Und die Gefahr, ja, ist da natürlich, dass dann auch europäische Produkte sozusagen hin und her geschoben werden können. Also ich glaube, da gibt es viele Punkte, wo man einfach aufpassen muss und wo man wieder diese Entwicklungsbrille aufsetzen muss, die ich im Moment noch nicht sehe.
dann investiert doch eigentlich Deutschland mit seinen Reformbandländern nicht in die Länder, die es am dringendsten nötig haben, die Entwicklungszusammenarbeit. Das ist jetzt eine naive Schlussfolgerung meinerseits. Ja, halte ich nicht für naiv, das ist so. Ist so, was sagen Sie? Ja, weil die müssen einen bestimmten Standard erreicht haben, um überhaupt als Reformpartner zu gelten. Also LDC sind das nicht, also die am wenigsten entwickelten, ärmsten Länder. Frau Gnocchi, wollen Sie noch was dazu sagen? Oder sonst? Ich stimme dem im Grunde zu, ja, das ist natürlich im Grunde richtig, aber ich glaube schon, dass wir auch beides brauchen. Wir werden sicherlich irgendwie, also wir müssen mit allen Ländern irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, der Fokus ist dann eben ein anderer Länder. Oder es müssen einfach unterschiedliche Schwerpunkte in unterschiedlichen Ländern gelegt werden. Ja. Lassen Sie uns, Frau Schreiber, Sie haben in einer Ihrer Thesen vorgesagt, die EZ wird entpolitisiert. Letztlich wird sie aber auch ein bisschen politisiert, und zwar innenpolitisiert in Deutschland, indem sie das vielleicht als jetzt Brücke zu dem, was wir vorher besprochen haben. Warum gibt es denn überhaupt jetzt seit 2017 oder 2015 vielleicht diesen neuen Drive, also das verstärkte Interesse? Liegt das an der Investitionsmöglichkeiten und liegt das vielleicht auch an der Innenpolitik und der Nationalpolitik in europäischen Ländern, Stichwort Migration, Stichwort sogenannte Flüchtlingskrise? Und kann da einmal kurz den Gerd Müller zitieren, 2018. Die Flüchtlingskrise zeigt uns ganz klar, lösen wir die Probleme nicht vor Ort, kommen die Menschen zu uns. Als reiches Industrieland haben wir eine humanitäre Aufgabe. Also welche ist die Zielvorgabe für die Entwicklungszusammenarbeit? Eine ganz andere, als sie vielleicht davor noch war, 2015 mit den Sustainable Development Goals. Kann Entwicklungszusammenarbeit effektiv Fluchtursachen bekämpfen? Oder ist das, wenn man es mal so pauschal fragt, salopp? Das kommt darauf an, was man jetzt als Fluchtursachenbekämpfung ansieht. Ne? Richtige Fluchtursachen im Sinne von, dass die Länder wirtschaftlich so weit auf die Füße kommen, dass man dort gut leben kann und dadurch dann auch keinen Grund mehr hat zu fliehen, ist ja nicht das, was jetzt seit 2015 mit den anderen, mit den afrikanischen Ländern ausgemacht worden ist. Weil das ist eher Abwehr von Flucht- und Migrationsbewegungen. Mich irritiert da gerade irgendein Abwehr von Flucht- und Migrationsbewegungen nach Europa. Das ist ein Kerninteresse der EU-Mitgliedsländer. Und da werden auch große Teile von Außen- und Entwicklungspolitik untergeordnet, weil die meisten Afrika-Initiativen, wie zum Beispiel Marshallplan mit Afrika oder Compact with Africa, sind ja nach der Flüchtlingskrise 2015 entworfen worden. Das sind auch Antworten auf diese Krise. Die sind davon nicht zu trennen. Und der EU-Treuhandsfonds für Afrika hat mittlerweile mehr als 4 Milliarden Euro für Projekte im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung im Sinne von innerafrikanische Grenzen hochziehen, Aufrüstung der lokalen Polizei und Militärkräfte, Kooperation mit autoritären Regierungschefs wie al-Sisi in Ägypten oder Devi im Tschad, der vor seinem Tod bei Kampfhandlungen mit Rebellen im Jahr diesen Jahres über 40 Jahre an der Macht war. Und die blockieren einfach die Flüchtlingsströme. Und das ist keine Fluchtursachenbekämpfung, das ist halt quasi sozusagen eine Ausweitung der europäischen Grenze in diese afrikanischen Länder, dass sie da nicht weiterkommen. Das ist ja nicht Fluchtursachenbekämpfung. Und dann gibt es Abschluss von Migrationspartnerschaftsabkommen mit immer mehr afrikanischen Ländern. Da geht es aber nicht um Partnerschaft, sondern darum, Staaten zur Kooperation bei Rückführung zu zwingen. Und die Öffnung legaler Migrationswege spielt hingegen kaum eine Rolle. Und das ist eigentlich eine Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit, weil das ist überall da, wo auch die Militäreinsätze sind, wo auch die Bundeswehr mit dabei ist. Und das Verteidigungsministerium hat einen relevanten Anteil an denen, oder beziehungsweise die Gelder, diese die als Official Development Assistance, also der offiziellen Entwicklungshilfe Deutschlands an zum Beispiel die OECD gemeldet werden, da sind ja diese Gelder auch mit drin, also diese Investitionen in
in Migrations- und also Fluchtursachen durch bekämpfen, durch Zäune hochziehen. Ist das richtig? Oder? Das ist mit da drin, ja. Ja, genau. Es sind übrigens auch Ausgaben mit drin, die man in Deutschland hat, um Flüchtlinge unterzubringen und so weiter. Ich möchte mal ganz kurz anschließen an eine Sache, die Frau Schreiber gerade gesagt hat. Dass kaum Möglichkeiten für legale Migration geschaffen werden. Und das ist das, das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das wäre für mich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, weil das ist das fundamentale Interesse in der Partnerschaft zwischen EU und Afrika, der afrikanischen Länder, die sagen, wir wollen viel mehr legale Migration ermöglichen. Und weil sie dann auch davon profitieren, wenn zum Beispiel zu Studienzwecken Menschen nach Europa kommen und dann nach dem Studium wieder zurückkommen und ihr Know-how einbringen können. Das wären sozusagen auch legitime Interessen aus Afrika. Und das wäre für mich dann eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn man sagen würde, okay, wir versuchen auch diese Wünsche sozusagen gleichberechtigt zu behandeln. Und das passiert eben zum Beispiel gar nicht. Aber trotzdem noch ein anderer Punkt, weil ich glaube, das Interesse an Afrika ist auch sehr stark, also ganz klar migrationsgetrieben, bin ich voll dabei, aber ich glaube auch sehr stark geopolitisch getrieben, weil einfach China oder dieser Konflikt mit China doch immer, immer stärker wird und China ja immens seinen seinen Einfluss in Afrika ausgeweitet hat, in welcher Form auch immer. Und da, glaube ich, versucht man auch oder will man einfach so ein bisschen auch den Fuß in der Tür behalten, sage ich mal. Weil noch ist Europa als Ganzes gesprochen ganz klar der wichtigste Handelspartner, auch mit dem höchsten Kapitalstand in Afrika. Also es ist schon, ist immer noch der wichtigste Partner sozusagen von Afrika. Und ich glaube, das möchte man auch nicht unbedingt, auch aus geopolitischen Gründen nicht unbedingt aufgeben. Wobei China Einzelländer ja praktisch überholt hat. Ja, also in Einzelländern ist, glaube ich, China schon der wichtigste. Ja. Aber es kommt im Ausschuss auch ganz oft der panische Satz, wenn wir nichts tun, machen die Chinesen. Dann kommen die Chinesen, ja. Genau. Und die sind ja viel schlimmer. Sind sie denn schlimmer? Ist es denn, also was ist das chinesische Modell? Und ist es denn so, um die Frage dann anzuschließen, dass durch das, dass man versucht, Schritt zu halten und nicht den Anschluss verlieren will, unter Umständen auch Standards, die oder beziehungsweise Reformanstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Länder zugunsten eines Schritthaltens und zugunsten eines nicht den Anschluss verlieren, verwässert werden? Existiert diese Gefahr? Vielleicht können Sie das nochmal sagen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wo sehen Sie die Gefahren oder was kann man von dem chinesischen Modell der Entwicklungszusammenarbeit sprechen und von einem OECD-Modell? Wo sind die Unterschiede und wo sind die Gefahren? Also jetzt ist ein bisschen eine große Frage natürlich. Aber Sie ja, können, sehr große Frage. Also Sie können es sicherlich gut. Ich glaube schon, natürlich ist die... Also China redet auch von Partnerschaft auf Augenhöhe, interpretiert diese Augenhöhe aber tatsächlich ein bisschen anders, interpretiert diese Augenhöhe tatsächlich als ein, ich misch mich nicht ein, auch nicht in politische Angelegenheiten. Das heißt, da, wo ich wirtschaftliche Interessen habe, weil es zum Beispiel den Rohstoff XY gibt, da investiere ich und es ist mir egal, wie die menschenrechtliche Lage zum Beispiel ist. Also ich glaube schon, dass da die EU schon noch einen anderen Fokus hat oder auch Deutschland einen anderen Fokus hat, als das China zum Beispiel hat. Wenn Sie nach China gehen, ist es schon interessant, es hat sich aber auch geändert. Also noch vor, ich würde sagen, 10, 15 Jahren war die Begeisterung über chinesische Investitionen sehr groß, weil man gesagt hat, die Chinesen, die fragen nicht nach, die kommen einfach und machen. Und das, da wurde dann auch wirklich kräftig gebaut, ein Stadion hier, eine Brücke da, viel in Infrastruktur. Sehr viel in Infrastruktur und Infrastruktur ist eines der drängendsten Probleme in Afrika. Das heißt, da wurde wirklich immens investiert in sehr wichtige Bereiche. Aber es hat natürlich die Schuldensituation dramatisch verschlechtert. Es herrschen tatsächlich oft, ich meine, wir kennen das ja aus China selbst, es herrschen nicht unbedingt die menschenrechtlichen Standards, aber es werden nicht die menschenrechtlichen, auch die Governance-Standards hochgehalten, die man schon in der westlichen Entwicklungszusammenarbeit mindestens auf dem Papier
Na, das Migrationsbeispiel, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, dass man da natürlich auch, wenn die Interessen entsprechend sind, das durchaus auch hinten anstellt. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber ich glaube, es spielt sich schon auf einer anderen Ebene ab. Also von daher, für mich ist das chinesische Modell nicht unbedingt das geeignete Modell, weil es natürlich unheimlich viel auch zu tun hat mit Ressourcen. Also die haben ja auch bestimmte Abkommen dann tatsächlich, die Schulden werden mittels Ressourcen abbezahlt und es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass da mehr Wertschöpfung vor Ort geschaffen werden würde, weil ja China selbst die verarbeitende Industrie hat, die sie sozusagen auch bestücken müssen. Kein Wissenstransfer vielleicht auch statt, oder? Das findet also es gibt einen starken kulturellen Austausch auch tatsächlich. Also es gibt durchaus positive Aspekte, finde ich, auch der chinesischen Zusammenarbeit. Und wie gesagt, die Investitionen in die Infrastruktur, muss man wissen, wie viel sie dann auch, also wie die Infrastruktur standhält. Wenn mal der Hurricane durchzieht oder so, da habe ich auch schon durchaus einige Beispiele gesehen, dass dann eben so eine Brücke auch ganz schnell mal wieder den Bach runtergeht. Aber es gibt durchaus auch positive Aspekte, finde ich. Also ich möchte jetzt nicht nur China-Bashing betreiben, weil ich glaube, es gibt durchaus auch einige positive Aspekte. Auch der kulturelle Austausch gehört da sicherlich irgendwie auch, oder sagen wir, starker Studienaustausch gehört da sicherlich auch mit dazu. Frau Schreiber, an Sie vielleicht eine Frage zu einem speziellen Aspekt, der eigentlich sehr oder der schon seit jeher mit wechselhafter Zustimmung in meinem Verständnis zur offiziellen Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit gehört der OECD-Staaten. Und zwar, das ist die sogenannte Budgethilfe oder Sektorbudgethilfe. Jetzt ist es ja so, das ist für die Handelspolitiker gewisser Parteien, aber auch für Leute, die Privatinvestitionen bevorzugen als Paradigma, natürlich das absolute No-Go, weil das wäre eine Korruptionsförderung auf direktem Wege. So liest man immer. Jetzt ist es aber so, dass Sie sich ja darüber eher positiv äußern, übrigens auch das Deutsche Institut für Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit sich über teilweise positiv äußert. Können Sie uns da nochmal kurz einen Einblick geben, vielleicht nochmal als Beispiel, was ist das Budgethilfe, was passiert damit, wie kann man das wirksam evaluieren oder wird das kann man das überhaupt wirksam evaluieren? Genau, und warum ist das ein Instrument, das wir vielleicht doch brauchen, obwohl es in den letzten Jahren eher in Verruf geraten ist? Ja, also Budgethilfe erstmal, was ist das? So dass das meine Oma auf Rügen verstehen würde, wäre, du bekommst Geld, damit das, was du brauchst, du dir anschaffen kannst. So. Im Vorhinein. Statt der Finanzierung vieler unkoordinierter Kleinprojekte bekommt ein afrikanischer Staat Unterstützung beim Aufbau eigener Kapazitäten, indem man ihn für diesen Bereich, zum Beispiel Gesundheitssektor, ein Budget zur Verfügung stellt. Ja? Das muss aber, dieses Budget, das gebe ich nicht einfach so, das ist an Bedingungen geknüpft. Das Budget muss transparent abgerechnet werden. Die müssten mir dann also sagen, wofür sie das ausgegeben haben. Aber dadurch können dringend benötigte Dienstleistungen für die Bevölkerung aufgebaut werden, eben zum Beispiel im Bildungs- oder Gesundheitssektor. Gleichzeitig werden die Partnerländer dabei unterstützt, Know-how in dem Bereich aufzubauen und Verwaltungsstrukturen zu entwickeln. Da wird dann Unterstützung gegeben und die haben dann das Geld. Die Ausgaben müssen transparent gemacht werden, auch vor dem nationalen Parlament bei Budgethilfe. Das wären halt die Bedingungen, die dran geknüpft sind, was auch die parlamentarische Kontrolle stärkt und somit dann auch in dem Bereich unterstützend wirkt. Deutschland hat mal Budgethilfe gegeben, hat sie leider weitgehend wieder eingestellt, obwohl, das haben Sie ja gerade selbst gesagt, DEWAI, das ist das BMZ-eigene Evaluierungsinstitut, ein gutes Zeugnis ausgestellt hat und eine hohe Wirksamkeit attestiert hat. Die Einstellung der Budgethilfe
passierte aufgrund einzelner Korruptionsfälle. Die sind aber aufgedeckt worden. Ein wichtiger Grund ist wohl, nehmen wir jedenfalls an, der Paradigmenwechsel der Entwicklungszusammenarbeit, der private Partner gegenüber öffentlichen Partnern favorisiert, weil Budgethilfe wäre ja öffentlich. Und ja, also von mir aus, ich finde schon, dass wenn man da bestimmte Bedingungen dran knüpft, dass Budgethilfe das Mittel der Wahl wäre, weil dann die Länder selber entscheiden, sie wissen selber besser, was und wie sie es brauchen, als ich in Berlin am runden Tisch. Ich bemühe mich natürlich hinzuzuhören, aber der CDUler aus dem Wirtschaftsflügel, der tut das vielleicht nicht. Also da ist dieser paternalistische Zweig, der bei uns ja immer noch da ist, ist durch Budgethilfe eigentlich zum großen Teil ausgeräumt. Da wird die Hilfe geowned, wie man sagt, oder Ja. beziehungsweise von den Leuten, von den Ländern selber. Es ist aber natürlich, Frau Knoke, vielleicht die Frage an Sie, wie Sie dazu, was Sie davon halten oder wie Sie dazu stehen. Gibt es denn Möglichkeiten, diesem Vorwurf im Prinzip gleich mal die Segel aus dem Wind zu nehmen, der Korruption, das Versanden und das Versickert irgendwie? Ist das oder wäre das dann schon wieder zu viel Donorship, wenn man praktisch Geld an bereits vorgelegte Reformen und Erfolge knüpfen würde, also retrospektiv oder rückwirkend das sozusagen bezahlt? Ist das ein mögliches Konzept oder was? Wie sehen Sie dieses Instrument insgesamt? Die Budgethilfe, meinen Sie? Also ähnlich wie die Frau Schreiber. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Budgethilfe, also das ist ja wie mit den Reformpartnerschaften, auch Budgethilfe wurde nur den Ländern zuteil, die schon bestimmte Bedingungen sozusagen vorab erfüllt haben. Das wurde nicht in irgendeinem Krisengebiet mit einer hochkorrupten Regierung vergeben, sondern das waren eben auch nur die Länder, die ohnehin schon ja, bestimmte verwaltungstechnische Auflagen sozusagen erfüllen könnten. Was ich charmant finde an der Entwicklung, Sie hatten es Ownership jetzt genannt, es ist ja im Grunde, letztendlich ist es eine Haushaltshilfe, ne? Also wenn Deutschland einen Haushalt aufstellt, dann kommen die einzelnen Ministerien und haben einen Plan und sagen irgendwie, das möchten wir in den kommenden oder im kommenden Haushaltsjahr oder von mir aus auch in einem Dreijahresplan erreichen. Dafür brauche ich so und so viel Geld. Das Geld, das wir nicht haben, nehmen wir am Kapitalmarkt Schulden auf. Das macht natürlich auch jedes afrikanische Land, verschlimmert dadurch aber natürlich seine Verschuldungssituation. Das heißt, die Option und hat natürlich auch nicht die Option am Kapitalmarkt, die Deutschland hat, beziehungsweise teilweise nur horrende Zinsen. Das heißt, ist abhängig dann von, ja, davon, sich einzelne Projekte vielleicht finanzieren zu lassen oder eben einfach zu sagen, die und die Gelder fehlen uns und die Gelder gehen dann sozusagen, fließen in den Haushalt ein für ja, für alle Länder haben ja mittlerweile auch so eine Kenia Vision 2030 oder es gibt ja sozusagen wirklich diese Entwicklungspläne, die ursprünglich mal im Rahmen vom Schuldenerlass, später jetzt im Rahmen der SDGs entwickelt wurden, wo es eigentlich relativ klare Entwicklungspfade gibt. Und das ist das, was auch wieder Kohärenz ist. Also dann kann ich sozusagen ein abgestimmtes Programm, das ja als auf Regierungsebene sozusagen zwischen allen Ministerien abgestimmt wurde, kann ich dieses Programm aktiv unterstützen. Und das ist natürlich relevanter als mit irgendwelchen Einzelprojekten, die dann alle noch irgendwie evaluiert werden müssen. Und dann geht da der Auditor hin und dann müssen wir da wieder Kräfte binden, die ich weiß nicht, welche Evaluierung durchführen müssen. Das heißt, es ist ja eigentlich viel attraktiver, das kohärente Programm als Ganzes zu unterstützen. Und das, finde ich, macht die Budgethilfe oder Sektorhilfe oder wie auch immer man es nennen will, eigentlich so charmant. Jetzt haben wir praktisch schon über eine Stunde. Ich möchte gerade eine ganz kurze Pause einlegen und vielleicht einmal noch den, sagen wir schon über eine Stunde gesprochen, haben noch 20 Minuten, aber gibt noch vieles zu besprechen. Ich würde kurz den Teilnehmern und Teilnehmern die Möglichkeit geben,
falls jemand aktiv was fragen möchte, jederzeit gerne. Einfach nur, damit es nicht am Ende hinten runterfällt. Sonst, ich habe noch viele Fragen, da können wir noch stundenlang sprechen. Aber gibt es noch, gibt es von den Teilnehmern und Teilnehmern noch jemanden, der gerade was fragen möchte? Wir haben im Endeffekt vor dem Chat kam noch die Frage, dass im Endeffekt, ja, gibt es denn, bestehen gute Zahlen für eine messbare Entwicklungsförderung durch öffentliche Gelder? Ich glaube, das ist mit der Budgethilfe oder mit der Frage, was wir gerade besprochen haben, da ist das ja schon angeklungen, ja, dass es eben die Daten gibt, dass das doch hilfreich ist oder im Umkehrschluss nicht hilfreich ist, wenn man es praktisch plötzlich beendet, so wie es ja geschehen ist. Wieso wird nicht vor Förderung eines privatwirtschaftlichen Projekts genau geprüft, ob lokale Unternehmen dadurch Nachteile haben? Ich glaube, das ist das, Frau Schreiber, was Sie meinten, dass man, Sie haben das auch mal, wenn ich Sie zitieren darf, in einer kleinen Anfrage 2020, daher stellt sich aus Sicht der Fragestellenden Frage, die Frage, wie verlässlich die Prüfungen der DEG tatsächlich sind und wie sehr der Vorfinanzierung vertraut werden kann. Also da geht es um Vertrauen unter Umständen auch, wie diese Prüfungen, ob das überhaupt in relevanten Maßnahmen, in relevanten realistischen Maße durchgeführt werden kann und man das a priori abschätzen kann, was denn der wirklich entwicklungspolitische Nutzen oder auch Nicht-Nutzen, Schaden von einem mit finanzieller Hilfe geförderten Projekt ist. Ich denke, das ist so jetzt schon angeklungen. Genau. Und vielleicht können wir dann noch an der Stelle, wenn jetzt keine Fragen gerade momentan kommen, darüber sprechen. Sie, Frau Knoke, Sie haben jetzt praktisch gerade schon von der Verschuldung afrikanischer Länder gesprochen, die sich ja im Endeffekt immer weiter aufbaut, also durch im Prinzip Projekte, die gefördert werden, die aber zum Beispiel nicht dieses Schenkungselement haben, wie die 25%, was bei den OECD-Projekten zum Beispiel oder Geldern dabei ist. Bei den chinesischen Projekten gibt es das ja nicht oder bei der chinesischen Förderung. Also die Schulden der afrikanischen Länder werden ja immer größer. Und jetzt gibt es zum Beispiel gerade von letztem Jahr im Rahmen der Covid-Pandemie, um mal diesen Brückenschlag noch zu machen, von den G20 haben 77 Entwicklungsländern ein Schuldenmoratorium gewährt. Ist das jetzt eine ganz vernünftige und ausreichende und großherzige Sache, Frau Schreiber, oder was steckt da dahinter? Ist das denn so, so sinnvoll? Ja, ich meine, viele afrikanische Länder waren ja schon vor der Corona-Krise stark verschuldet und Corona hat das nicht verbessert. Also denen steht das Wasser bis zum Hals oder darüber hinaus. Und dann ist erstmal ein Aufschieben der Schulden eine erste Erleichterung. Aber irgendwann muss das beim Aufschieben, beim Moratorium, muss es ja trotzdem bezahlt werden. Und das wird die Länder dann noch tiefer in die Schuldenfalle treiben und in die Schuldenkrise treiben. Und deswegen, das hat aber auch G20 jetzt angefangen, einige, wirklich allerdings nur sehr wenige, denen die Schulden zu erlassen. Und wir brauchen meines Erachtens tatsächlich ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren, wo dann alle Gläubiger dran sitzen. Beim normalen Schuldenerlass ist es nämlich so, dass die bilaterale, der Gläubiger erlässt die Schulden. Der Staat A, also Deutschland, erlässt Staat B, irgendeiner aus Afrika erlässt die Schulden. Das heißt aber nicht, dass da dann die Multilateralen oder die Privaten, die haben auch private Schulden, wie zum Beispiel BlackRock oder Bankenfonds, die erlassen die Schulden ja nicht. Und das ist die Krux. Weil wenn jetzt zum Beispiel Deutschland die Schulden erlässt, dann freut sich BlackRock, weil dann der will ja weiter sein Geld haben. Ja? Dann wird das Geld, was dann in beispielsweise Ghana frei wird, wird nicht für Gesundheit ausgegeben, sondern dafür ausgegeben, um BlackRock zu bedienen. Und das ist ein großes Problem, weil die so kommen, das ist kein vernünftiger Schuldenerlass. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Staateninsolvenz, am besten unter dem Dach der UNO, finde ich, wo dann wirklich alle Gläubiger am Tisch sitzen. Also die bilateralen Gläubiger, die multilateralen Gläubiger und die privaten Gläubiger und dass dann
die gesamten Schulden, dass es wirklich ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren ist, wo die Staaten die Insolvenz anmelden, dann tatsächlich aber auch auf Augenhöhe verhandeln. Aber sehen Sie dafür eine politische Perspektive? Die gäbe es ja mit Rot-Rot-Grün. Ja, ist tatsächlich so, weil die Grünen verlangen das auch und die SPD zum Teil, glaube ich, sogar auch. Dann haben Aber wir es mit dem Deutschland. die anderen möchten es garantiert nicht so Also die wirklich. Debatte gerade um dieses Staateninsolvenzverfahren gibt es ja im Grunde seit dem großen Schuldenerlass im Jahr 2000. Und damals waren die Multilateralen mit dabei? Das war die ganz große Diskussion: Können wir multilaterale Schulden erlassen? Weil bilaterale Erlasse hat es immer mal gegeben. Aber da ging es um die ärmsten Länder, die waren überwiegend bei Privaten nicht verschuldet. China war auch noch nicht so groß als Gläubiger aktiv. Das heißt, da kam man mit diesem recht umfassenden Schuldenerlass der bilateralen und der multilateralen Schulden eigentlich ganz gut hin. Und damals schon wurde eigentlich von zivilgesellschaftlicher Seite gefordert, wir brauchen ein Staateninsolvenzverfahren, weil wir nicht nur die Schulden regeln müssen, wir müssen auch die Kreditvergabe regeln. Und es ist danach nämlich genau das passiert, was schon befürchtet wurde. Also eigentlich war ja die große Debatte, oh, wenn wir einmal einen Schuldenerlass haben, dann sind die Länder nicht mehr kreditwürdig. Dem haben wir eigentlich immer widersprochen und genau das ist passiert. Die Länder sind wieder kreditwürdig geworden, weil sie nämlich nicht so einen riesen Schuldenberg hatten. Und dann wahrscheinlich hat das sogar diese große Expansionspolitik Chinas befeuert, weil China es sich erlauben konnte, jetzt auch Kredite sozusagen zu vergeben, weil die Länder wieder kreditwürdig waren. Private sind viel stärker eingestiegen. Und wenn wir damals dann tatsächlich genau so ein Schuldeninsolvenzverfahren eingerichtet hätten, dann hätte jeder Gläubiger von vornherein gewusst, wenn ich zu viel, also wenn ich sozusagen ja, mehr als vernünftig ist, diese Verschuldungssituation vorantreibe, dann laufe ich Gefahr, meine Gelder nicht zurückzubekommen. Das heißt, ich fördere auch eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Das ist nicht immer und überall passiert. Und deswegen stehen wir heute vor genau dem gleichen, nein, vor einem schwierigeren Dilemma, weil eben andere Gläubiger, die nicht Teil des Pariser Clubs sind, und eben auch private Gläubiger viel stärker drin haben, als es im Jahr 2000 der Fall war. Ja. Aber ganz kurz zu den Chancen. Wir diskutieren das wirklich seit, ich war damals sehr aktiv in der Kampagne Erlass Jahr 2000 und wir sind, glaube ich, heute einen Schritt weiter. Die Erkenntnis ist da, dass wir irgendwas brauchen, aber ich sehe noch nicht, dass auf internationaler Ebene wirklich sich die Erkenntnis schon so weit durchgesetzt hätte, dass wir zumindest so einen Mechanismus, wie wir ihn gerne hätten, der nämlich tatsächlich auch sowas wie ein. Also die Idee muss ja sein, Sie hatten das genannt, auf Augenhöhe, ne? Also die Idee muss ja eigentlich sein, dass sozusagen ein Mindest, bei uns heißt es Existenzminimum sozusagen, es gibt ja auch sowas wie ein Staatenexistenzminimum. Also es muss natürlich gewährleistet sein, dass Ausgaben für Bildung, für Gesundheit und so weiter, und zwar ohne die privaten. Also die öffentliche Daseinsvorsorge muss einfach öffentlich bleiben. Und da sind ja auch dann wahrscheinlich viele unterschiedliche Interessen. Also ich glaube, wir haben wenig gewonnen, wenn wir ein Staateninsolvenzverfahren einrichten, wo es dann danach heißt, naja gut, aber wir können ja den Gesundheitssektor privatisieren oder den Bildungssektor privatisieren, dann brauchen die Länder ja nicht so viel. Also das muss ja auch wirklich gut ausgestaltet sein. Und ja, weiß ich nicht, ob wir da schon auf dem Weg sind, dass die Erkenntnis sich wirklich durchgesetzt hätte weltweit, also auf internationaler Ebene. Da darf ich direkt den Ball aufnehmen. Es wäre jetzt ja praktisch mit dem globalen einenden Problem, und zwar dem Coronavirus, ich habe es am Montag schon mal in einem anderen Zusammenhang von jemandem zitiert, von einem Window of Opportunity zu sprechen, sozusagen. Also jetzt ist, wenn nicht jetzt ist klar, dass es transnationale Zusammenarbeit nur so geht und braucht, weil wir praktisch alle im selben Boot noch dann irgendwo sitzen und ist diese Chance, was die Entwicklungszusammenarbeit und die Neuaufstellung, Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit auf, angeht, verpasst? Weil was man ja sehen oder was wir ja sehen, der, sind durch Compact, durch Marshallplan, durch gut, multilateral natürlich in die EU-Fonds, aber dass es
in meinem Verständnis eher wieder nationaler zugeht, was die Entwicklungszusammenarbeit angeht. Also die Frage, die Chance, gab es durch Covid eine Chance, die transnationale Zusammenarbeit zu stärken und da gestärkt herauszugehen? Diese Ansicht gibt es ja unter Fachleuten, dass die EZ gestärkt herausgehen wird aus Covid. Oder ist die Chance verschüttet? Vielleicht an beide einfach. Ja. Ich hoffe es sehr. Ich bin habe noch nicht mehr groß Gedanken, was es für die EZ bedeutet. Das wäre sehr interessant zu schauen. Ich sehe nur mit großer Sorge, was es zum Beispiel in dieser ganzen Impfdebatte oder auch Masken, egal was, sobald die Krisensituation da war, war der Nationalismus immens. Jeder kümmert sich um seine Impfstoffversorgung, jeder kümmert sich um seine Versorgung mit Masken und da werden Grenzen zur Not auch nochmal geschlossen. Und ich habe das eigentlich als eine starke Nationalisierung im Krisenmodus wahrgenommen. Ich hoffe, dass es wird jetzt auch zum Beispiel im Rahmen von der ganzen Impfdebatte, wo man ja schon merkt, dass es uns überhaupt nichts nützt, wenn wir alle selbst wenn wir irgendwann mal zu 85% geimpft sein sollten, es nützt ja wirklich nichts, wenn andere neue Varianten dann wieder nach Deutschland oder in die EU reinkommen. Und ich hoffe, dass im Zuge dieser Erkenntnis sich tatsächlich, also was wir eigentlich bräuchten, um jetzt mal pandemisch zu sprechen, ist tatsächlich irgendwie sowas wie eine internationale Governance, die solche, ein Vorgehen in einer Pandemie, und zwar auch was Impfstoffversorgung, was Maskenversorgung und so weiter, wirklich multinational regelt. Das wäre auch eher bei der WHO angesiedelt als bei der WTO, wo im Moment die ganzen Impfdebatten über das TRIPS-Abkommen quasi geführt werden. Sowas müsste eigentlich die WHO regeln, also die Weltgesundheitsorganisation. Ich hoffe einfach nur, dass solche Erkenntnisse in der Nachfolge, also ich habe gemerkt, in der Krisensituation hat es gar nichts gebracht. Und ich hoffe nur, dass es sozusagen in der Nachfolge Erkenntnisse langsam durchsickern und wir für die nächste Krise oder Pandemie oder was auch immer da kommen mag, insofern besser gerückt. Also wenn man sich vorstellt, die UNO ist im Zuge des Zweiten Weltkriegs entstanden, vielleicht passiert sowas, dass die Pandemie doch so ein großer Schock war, dass da nochmal sowas wie ein Multinationalismus wieder aufflammt. Ich hoffe es sehr, was es für die EZ bedeutet, das überlasse ich der Frau Schreiber. Also letztes Jahr habe ich gedacht, wow, was für eine Chance, so schlimm die Pandemie ist. Aber jetzt, wo der Motor steht, dann kann man Änderungen anbringen. Weil Motor repariert man ja nicht, wenn er im vollen Laufen ist, sondern wenn er steht. Und nicht passiert ist erstmal gar nichts. Und was mir wirklich ganz große Sorgen macht, Frau Knucker hat es gerade kurz schon erwähnt, das TRIPS-Waiver. Das ist halt die Freigabe der Patente, aber nicht nur die Freigabe des Rezepts sozusagen, sondern auch Technologietransfer, Know-how und so weiter. Das gehört alles mit rein. Deutschland ist mittlerweile der große Blockierer. Deutschland möchte höchstens Lizenzen vergeben, aber das ist ja auch mit Geld verbunden und so weiter. Und was tatsächlich, und das ist so kurzsichtig, weil nach Covid-19 kommt eine andere Pandemie, das wissen wir doch jetzt schon. Und wenn jetzt Produktionsstätten, gut, innerhalb von Deutschland ist in einem halben Jahr gelungen, in Marburg eine neue Produktionsstätte aufzubauen. Schön, wir haben aber Technologie und Know-how, lassen wir das ein kleines bisschen länger dauern, dann wären die, wenn sofort zugestimmt worden wäre, wären die nämlich jetzt fertig, um das mal umzurechnen. Es gibt, das Argument ist, dass die da im globalen Süden das sowieso nicht herstellen können. Die hätten das Know-how nicht, die hätten die Technik nicht und so weiter. Südafrika hat eine sehr große Pharmaindustrie. Indien ist die Apotheke der Welt. Die können das, die stellen auch und
in Lizenz AstraZeneca und so weiter her. Das heißt, es gibt andere afrikanische Staaten, die könnten das auch schon. Das heißt, das wäre jetzt schon fertig. Die Argumente der Bundesregierung dagegen ist eben, na ja, es ist ja nicht nur die Freigabe der Patente, es ist Technologietransfer, Know-how. Wenn man die Patente freigibt, hat man keinen einzigen Impfstoff mehr und verschweigt, dass die Gegenargumente, die sie hat, ja eigentlich im TRIPS-Favor sowieso schon drin sind. Also das ist, finde ich, ziemlich frech. Und ja, mittlerweile sind selbst andere Industriestaaten einsichtig geworden, haben gesagt, sie unterstützen es, nur Deutschland blockiert weiter. Und da fehlt mir dann tatsächlich mittlerweile die Hoffnung. Die setzen auf COVAX-Fazilität, die reicht aber nicht, um Afrika zu impfen, weil die hat sowieso nur 20% durch Impfung im Kopf. Und das, ich stelle mir das mal vor, da sagt irgend so eine Organisation unter einer COVAX-Fazilität, ja, der Süden hat ja so viel Impfstoff und der globale Norden hat sehr wenig, aber ihr kriegt nur 20%. Und ich möchte mal wissen, was wir dann sagen. Also das möchte ich wirklich mal wissen. Wie unverschämt wir das finden würden, dass die sich die Rachen voll stecken und wir kriegen bloß 20%, wenn sie was übrig haben. Also alleine das lässt mich ein kleines bisschen an Ihrer Hoffnung zweifeln, Frau Knoke. Ich habe es ja im kleinen bisschen im Hinterkopf immer noch. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann sage ich einfach, brauchen ganz, ganz dringend eine andere Aufstellung, was Wirtschaft und Handel angeht. So geht es nicht weiter. Vielleicht dazu passt ja das bei einem Kommentar eines Teilnehmers. Ist es nicht eine Illusion, davon zu sprechen, wir sitzen im gleichen Boot? Ist es nicht machtpolitisch so, dass wir in sehr unterschiedlichen Booten auch vielleicht im gleichen Meer sitzen? Aber alleine werden wir wahrscheinlich untergehen, oder ist das zu pessimistisch gesagt? Es werden vielleicht beide Boote untergehen, nur das eine Boot ist wesentlich luxuriöser ausgestattet. Okay. Ja, wir sind tatsächlich, also ich hätte, das ist jetzt echt schade, aber ich glaube, wir machen tatsächlich irgendwo auch Schluss. Ich hätte mich das sehr dafür interessiert, gerade auch, wie das in Deutschland oder natürlich, Frau Scheiber, Sie sind natürlich prädestiniert dazu, im Internen, in der gerade auch im Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung abläuft, wo denn da möglich ist. Sie haben vorher schon eine mögliche politische Perspektive skizziert, wo denn tatsächlich Umsetzungsmöglichkeiten für die Dinge da sind, die wir wissen, dass sie unter Umständen verändert werden müssen. Jetzt möchte ich es aber so geben, jetzt nochmal einmal eine Chance, eine offene Frage von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob es Punkte gibt, die Sie jetzt noch brennend interessieren, wo Sie gerne loswerden wollen würden an unsere Diskussionspartnerinnen, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt. Dann jetzt aber noch praktisch die Gelegenheit für die Referentin, nochmal zur Sprache zu kommen. Wie gesagt, wer möchte beginnen? Frau Schreiber vielleicht? Gibt es etwas, was Sie praktisch bisher, was noch wichtig wäre mitzunehmen von all dem, was noch gesagt werden könnte? Was ich jetzt gerne noch angesprochen hätte, wo aber die Zeit einfach nicht gereicht hat, wäre das Lieferkettengesetz. Ja, oder ich wollte eigentlich, genau, ich wollte eigentlich die Brücke schlagen, praktisch über diese, dass man davon ausgehen kann, dass nach Covid vielleicht auch die Investitionen wieder oder wieder mehr werden. Da gibt es zum Beispiel eine Publikation der Hochschule Flensburg. Ich rede jetzt einfach mal noch kurz in Ihr Abschlussstatement rein. Und dann kommt direkt in dieser Publikation schon das Gegenargument des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, die sagen, Wenn man sagt, hier, das muss von Anfang an richtig gemacht werden, jetzt diese Investitionen, oder wenn es da neuen Schwung gibt, aber das ist den Mittelständlern nicht zuzutrauen, weil es zu viel Bürokratie und so weiter, das ist natürlich, sind alles hochinteressante Punkte, darüber zu diskutieren. Bitte. Da können wir aber garantiert noch einen ganzen Abend drüber diskutieren. Absolut. Ja. Vor allen Dingen, aber wenn investieren, dann richtig, das wäre natürlich toll. Ja. Ich meine, ja. Was bei der Qualitätskontrolle geht, das sollte bei Menschenrechten und Umweltstandards ja doch wohl auch machbar sein.
Und wie gesagt, ich kenne die Argumente der Wirtschaftslobby, um das mal so, ist ja nicht nur der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, und ich habe den Krimi hautnah miterlebt im Bundestag, was das Lieferkettengesetz angeht. Und es wäre gerade ein Lieferkettengesetz, würde jetzt die Welt nicht unbedingt retten, aber doch gerade die Beziehungen auch mit Afrika ein ganz großes Stück verbessern. Ein Lieferkettengesetz mit Biss allerdings. Ne? Ja. Vielleicht schärft sich das ja noch nach in der nächsten Legislatur, wer weiß. Ist aber vielleicht auch ein Ansatzpunkt, weil das wäre ja auch noch interessant gewesen. Wo können die hier Think Global, Act Local, wo kann man tatsächlich auch als jetzt hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder als Bürgerinnen und Bürger an einem fairen Handelspolitik teilhaben? Da ist das Lieferkettengesetz ja für jeden ein sehr konkreter Ansatzpunkt, um das mal so zu sagen. Also sich damit Der geht da ein auseinanderzusetzen. bisschen rein, der hat Auswirkungen aufs Vergaberecht, der hat Auswirkungen auf Handelsverträge übrigens auch. Wenn sich Ja. das diametral entgegensteht, dann muss man gewisse Handelsverträge auch ändern. Vielen Dank, Frau Knoke. Darf ich von Ihnen auch noch ein Abschlussstatement einfordern oder gibt es noch was, was Sie sagen möchten? Ich würde dann vom Lieferkettengesetz, so spannend und wichtig ich das finde, und ich glaube, Nachschärfen wäre ganz, ganz wichtig auf der europäischen Ebene, weil das steht ja auch Ja, an. Und ja. da habe ich die große, große Sorge, dass Deutschland nämlich als mächtigstes Land sozusagen der EU genau das versuchen wird, zu sagen, das ist jetzt unser Gesetz und genau so und keinen Schritt weiter. Das heißt, da wäre vielleicht tatsächlich die Hoffnung, dass eine andere Regierung in der nächsten Legislaturperiode da in Europa ein anderes Auftreten hat, weil ein europäisches Lieferkettengesetz wäre das, was wirklich Auswirkungen hat. Da hat die Wirtschaft ausnahmsweise mal recht gehabt, sowas macht mehr Sinn auf europäischer Ebene. Ich bin trotzdem froh, dass wir das deutsche Lieferkettengesetz wenigstens mal zustande gebracht haben. Was mir noch wichtig wäre, wäre, glaube ich, weil es auch so ein bisschen den Bogen spannt, wir haben ja, bevor die Covid-Pandemie nach Europa geschwappt ist, sage ich mal, ausgebrochen war sie vorher schon, aber im März 2020 hat die EU ihre neue umfassende Strategie mit Afrika vorgelegt. Und es war genau das, sie hat die Strategie vorgelegt. Und ich glaube, nach Covid brauchen wir eine andere. Jetzt hat sie das Parlament auch bestätigt, aber eigentlich bräuchten wir nach Covid einen Aufbau, eine neue Strategie nochmal, weil einfach wirklich die Herausforderung, es wurden strukturelle Schwächen klar, es wurde relativ klar, oder Frau Schreiber hat es auch gesagt, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Auch dafür müssen wir gerüstet sein. Also nicht wir, sondern Afrika. Und da hat, glaube ich, die Pandemie sehr, sehr deutlich gemacht, wo die strukturellen Schwächen wirklich sind. Und ich glaube, sowas müsste sich in einer umfassenden Strategie tatsächlich widerspiegeln. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man tatsächlich jetzt nicht zu einem weiter so, und das ist die Strategie im Wesentlichen, hat viele nette Elemente, aber letztendlich ist es ein Weiter so in den Beziehungen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Neustart. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es in dem Sinne, wie die Frau Schreiber das vorhin auch gesagt hat, im Konzert mit allen, also EU und Afrika, nicht, dass EU wieder irgendwas vorlegt, wo sie von mir aus auch afrikanische Papiere für gelesen hat, sondern dass man das gemeinsam erarbeitet, dass man die Zivilgesellschaft da einbezieht, dass man die Parlamente einbezieht und dass man wirklich mal eine gemeinsame Strategie, weil nur dann, das ist das, was ich mit Partnerschaft auf Augenhöhe, wir haben keine Partnerschaft auf Augenhöhe im Handelsbereich, das wäre völlig illusorisch, da sitzen wir wirklich in zwei verschiedenen Booten. Aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe kann man trotzdem etablieren, indem man gemeinsam Interessen verhandelt und gemeinsam erarbeitet. Und das würde ich mir wünschen für die Post-Covid-Zeit. Das ist ein sehr schönes Abschlussstatement und da möchte ich im Prinzip einfach nur die ähnlichen Worte wie am Montag schon benutzen. Ich glaube, dieses Thema ist so wichtig oder so zentral, dass man sich damit beschäftigen muss und auch nicht drum herum kommt, weil wir werden es irgendwie nur schaffen oder in diesen Bereich kommen, auch den die SDG oder die nachhaltigen Entwicklungsziele skizzieren oder ob sie ja konkret eigentlich sagen, wenn irgendwie die dysfunktionalen Abhängigkeiten zugunsten wirklicher Partnerschaft und gegenseitiger Bereicherung abgelöst werden. Und dazu muss man wissen,
wie es läuft oder wir zumindest eine Ahnung davon haben. Und deshalb möchte ich mich jetzt sehr herzlich bedanken bei unseren beiden Gästen für diese zweite Veranstaltung und auch natürlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie, wie gesagt, es sind auch schon Leute von Montag mit dabei gewesen. Das freut uns natürlich ganz besonders und kann an alle nur appellieren, da dran zu bleiben. Es wird sich da sicherlich einiges tun und die Referentin heute Abend publizieren dazu auch sehr regelmäßig. Das lohnt sich sehr, das mal immer wieder sich anzuschauen, was da passiert. Und ja, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank. Dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und genau, alles Gute und Gesundheit vor allem.